Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, heute gibt's mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar werde ich euch heute den ultimativen Anstoßtrick zeigen, mit dem ihr vom Anstoß weg direkt ein Tor erzielen werdet. Es ist extrem frustrierend für den Gegner. Stellt euch vor, erste Spielminute, ihr macht direkt ein Anstoßtor. Und gleichzeitig ist es für euch natürlich mega geil. Viele reden natürlich auch von dem Anstoß-Bug. Ja, okay, könnte man so sehen, gab es letztes Jahr ja auch. Und ich dachte mir so, hey, ich erziele damit viele Tore, warum soll ich euch das Ganze nicht zeigen? Kann sein, dass der eine oder andere mich dafür haten wird, dass ich euch das zeige, aber ich habe euch mein Versprechen gegeben. Wenn ich Dinge rausfinde im Spiel, die gut funktionieren und die ich selber verwende, dann werde ich sie euch weitergeben. Und so ist es mit diesem Anschusstrick, den ich euch heute vorstellen werde, der nicht ganz so leicht ist, den man aber mit ein bisschen Übung auf jeden Fall hinbekommt. Wichtig wäre mir aber, wenn ihr aus Dankbarkeit vielleicht einfach mal ein Abo da lässt, denn über 50% von euch schauen einfach die Videos an, abonnieren aber nicht. Und wenn ihr keine Tricks und Tutorials mehr verpassen wollt, dann drückt einfach auf den Abo-Button und lasst währenddessen natürlich auch ein Like da. Dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen rein in das Anstoß-Trick-Tutorial und ich zeige euch, wie ihr per Anstoß direkt ein Tor erzielen werdet. So, da sind wir nun in-game. Ich habe einige in-game-Situationen für euch wieder vorbereitet und ich würde einfach mal sagen, ich lasse mal laufen und dann gehen wir danach explizit darauf ein. So, Gegner, Ecke, schießt ein Tor, Eigentor, super. 1-1, okay. Ich habe Anstoß, spiele den Ball zurück, spiele ihn nochmal zurück. Und dann entsteht eine Situation, wo ich auf einmal allein vorm Tor bin und das Tor erziele. Und in 0,nix habe ich wieder die Führung. Und es gibt kein befriedigenderes Gefühl, als wie wenn man nach einem Gegentreffer direkt wieder ein Tor erzielt. Glaubt es mir, es gibt nichts Schöneres. So, wie hat das Ganze jetzt funktioniert? Es gibt, by the way, auch zwei verschiedene Varianten. Ich werde euch jetzt hier erstmal die erste Variante zeigen. Es gibt dann auch noch eine weitere Variante, die ein bisschen anders funktioniert. Zeige ich euch dann danach auf jeden Fall auch. Also, Anstoß, in dem Fall Hansen. Ihr spielt den Ball mit X zurück zu dem nächstgelegenen Spieler am Mittelkreis. Mit diesem Spieler macht ihr ein, zwei Schritte nach vorne Richtung gegnerische Hälfte, spielt dann aus der Drehung einen normalen X-Pass zu, und jetzt hat darauf achten, zu dem oberen Spieler. Warum zu dem oberen Spieler? Ich erkläre euch den Grund. Hier haben wir Rashford am Ball. Der ist Rechtsfuß. Rashford ist derjenige, der den langen Ball auch spielt. Wenn ihr Rashford anspielt, dann sollte er mit dem rechten Fuß auch diese Flanke machen, denn mit dem linken Fuß wird er es nicht hinbekommen. Würde jetzt hier Griezmann stehen, kommen später auch Situationen, würden wir nach unten spielen. Das heißt, für einen Rechtsfuß spielt ihr auf der rechten Hälfte nach oben, für einen Linksfuß nach unten. Wenn wir auf der anderen Seite wären, umdenken, für einen Linksfuß spielen wir nach oben, für einen Rechtsfuß nach unten. Also ihr müsst immer so spielen, dass dann euer Spieler im Mittelkreis mit dem starken Fuß spielen kann. So, während ich diesen X-Pass nach hinten spiele, drücke ich L1 in Richtung von Hansen. Jetzt achtet mal auf Hansen, die hebt die Hand und läuft nach vorne. L1 ist der Knopf, um einen Spieler nach vorne zu schicken. Den führe ich hier mit Hansen aus und ihr seht es anhand von Hansens Reaktion. Die läuft gerade nach vorne und hebt die Hand. Ich habe sie jetzt in dem Fall perfekt nach vorne geschickt. Das ist essentiell. Wenn ihr das nicht macht, funktioniert der Anstoßtrick nicht. Der Pass kommt jetzt an bei dem hinteren Spieler. Ich nehme ihn einmal an und passe ihn dann aber, ohne viel Zeit zu verlieren, direkt wieder zu Rashford zurück. Also, wir haben in dem Fall einen kleinen Doppelpass. Ihr seht es weiterhin, Hansen läuft nach vorne. Ich habe sie mit L1 geschickt vorhin. Sie läuft weiter nach vorne, ohne dass ich jetzt weiter was drücken muss. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt kommt ein First-Time L1-Dreieckball. Das bedeutet, mit dem ersten Kontakt drücken wir L1-Dreieck. Ihr seht es, ich habe hier circa zwei Balken aufgeladen. Denn dieser L1-Dreieckball sorgt dafür, dass wir den Chipper nach vorne spielen. Und ihr seht es hier, Hansen ist bei weitem nicht im Abseits. Wenn der Verteidiger nicht wach ist, dann ist der Ball immer über der Kette und der Stürmer ist in dem Fall durch. Sorry, es sind nicht zwei Balken bei Rashford, es sind sogar über drei Balken. Also ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen Kraft da reinstecken, ansonsten landet der Chipper ungefähr hier. Also circa drei Balken und dann kommt der Chipball über
die Kette und es ist weiterhin kein Abseits. L1-Dreieck und Hansen ist durch. Dann nimmt ihr den Ball an, seid vorm Tor. Ja, und aus dieser Situation könnte man Shot-Cancel machen. In dem Fall war ich aber voller Selbstvertrauen und habe ihn einfach ins lange Eck gezimmert. So, nächstes Beispiel. Halbzeit 0-0, super schwitzige Partie, schwierige Partie in Rivals. Und jetzt kommen wir zur nächsten Anstoßtrick-Situation. Was gibt es Schöneres, als direkt mit einem 1-0 zu starten? Wir haben jetzt hier Griezmann. Wir müssten jetzt normalerweise den Ball nach unten spielen, damit, wenn ich den Ball zurückbekomme, Griezmann ihn mit dem linken Fuß spielen kann. So, in dem Fall, nicht vergessen, wir schicken in dem Moment, hier laufen wir nach vorne, schicken den Stürmer mit L1 nach vorne. Der läuft. Jetzt passen wir nach oben. Ist in dem Fall ein Fehler gewesen. Wir haben jetzt aber Glück, weil ich drücke nämlich direkt wieder X mit Kamavinga. Also, ich habe gesehen, der Gegner macht hier Druck. Das heißt, wir können uns nicht zu viel Zeit lassen. Wir können den Ball nicht annehmen. Wir müssen ihn direkt zurückspielen. Also, es ist oft natürlich auch situationsbedingt. So, und jetzt hat, eigentlich müsste Griezmann den Ball mit rechts spielen, ne? Aus irgendeinem Grund, frag mich nicht wieso, spielt er ihn mit links? Und es klappt, weil ich drücke jetzt L1-Dreieck und ihr seht den Balken, 3,5 Balken habe ich aufgeladen. L1-Dreieck-Ball über die Kette und er schlägt ihn Gott sei Dank mit links. Es kommt aber nicht häufig vor. Und er ist durch, dann Juma vor dem Tor. Gegner moved den Torwart und wir machen hier das 1-0. So, nächste Situation. Immer noch die gleiche Partie. Schwierige Partie in Rivals gewesen. Foden hier und wir kassieren den Gegentreffer Abedi Pelé. Was gibt's Besseres, als jetzt den Anschlusstrick zu machen? Griezmann passt nach hinten. Wir haben jetzt dann Juma, also Rechtsfuß. Spielen jetzt nach oben zu Kamavinga. Auch hier macht der Gegner wieder ein bisschen Druck. Das heißt, wir spielen mit Kamavinga direkt den Doppelpass mit X zurück. Ihr seht es, so 1,5 Balken aufgeladen. Jetzt haben wir hier dann Juma, laden hier wieder über 3 Balken auf, kein Abseits, der Ball wurde schon gespielt. 3,5 Balken, L1-Dreieckball über die Kette, Gegner denkt, es ist Abseits, es war tatsächlich kein Abseits, Ballrolle, Tor. Und innerhalb von 7 Ingame-Minuten habe ich gegen einen guten Gegner in einer schwitzigen Partie 2 Tore mit demselben Trick geschossen. Nächstes Beispiel und jetzt haben wir eine kleine Variation drin, denn wir spielen jetzt hier den Pass ganz normal zurück, selbe Situation, wir gehen einen Schritt nach vorne mit Griezmann, schicken den Stürmer oder die Stürmerin mit L1 nach vorne. So, die läuft nach vorne. Wir spielen den Ball diesmal nach unten, alles richtig gemacht, weil wir haben hier Griezmann. Griezmann wollen wir auf den linken Fuß bekommen. Wir spielen nach unten, um dann mit Griezmann mit dem linken Fuß spielen zu können. So, und jetzt kommt eine kleine Variation. Ich nehme jetzt den Ball an und spiele jetzt keinen normalen X-Pass, sondern einen R1-X-Pass. Also, ich drücke R1 und X gleichzeitig. R1-X-Pass ist ein scharfer Pass. Warum der scharfe Pass? Weil, ich lasse mal durchlaufen, ich drücke den scharfen Pass und Griezmann muss gefühlt nur noch seinen Fuß hinhalten. Nochmal für euch, wir spielen zu Griezmann, schicken mit L1, machen dann einen Pass aus der Drehung nach hinten und spielen jetzt einen scharfen Pass R1X zu Griezmann. Also keinen normalen Pass, sondern einen scharfen Pass, circa 2 Balken. Und dann haben wir mit Griezmann knapp 3 Balken, ja wieder über 3 Balken, aufgeladen und mit L1-Dreieck gespielt. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Tagen, dass dieser Pass, dieser Doppelpass, wenn man den mit R1X spielt, das Ganze nochmal ein bisschen effektiver funktioniert, weil noch mehr Schärfe in dem Pass ist und sozusagen der Flankengeber noch mehr Druck mit reinbringen kann in das Ganze. Und genau das schaffen wir hier und es ist halt immer perfekt kein Abseits, sodass Hansen in dem Fall wieder allein vor dem Tor ist. So, jetzt hier Shot Cancel gemacht. Gerne mein Skill-Video anschauen. Das ist der beste Skill überhaupt in diesem Spiel. Skill-Video anschauen, Shot Cancel am Torwart vorbei. Dankeschön. Tor. Ja, Freunde, das war's vom Anstoßtrick. Probiert das Ganze. Es ist nicht so leicht, aber wenn man den Dreh raus hat, dann funktioniert es wirklich unfassbar oft. Und glaubt mir, ihr brecht den Gegner so krass, wenn ihr das Ganze gut könnt und perfektioniert und Tore damit schießt. Wenn ihr damit ins Spiel startet, 1-0, ist der Gegner schon gebrochen. Wenn ihr nach einem Gegentreffer direkt wieder einen Treffer macht, ist der Gegner auch gebrochen. Glaubt mir, probiert es aus, macht es, setzt es um, trainiert es. Es ist nicht so easy, bisschen Wiederholung sind auf jeden Fall erforderlich und dann klappt das Ganze. Und
Für die Leute, die jetzt bis zum Ende reinschauen und das Video komplett durchschauen, euch belohne ich, denn ich erkläre euch kurz, wie man das Ganze verteidigt, wenn ein Gegner das gegen euch macht. Um das Ganze zu verteidigen, müsst ihr lediglich mit dem rechten Stick den Innenverteidiger anvisieren und den Laufweg vom Stürmer mitgehen. Das bedeutet, das hat der Gegner jetzt nicht gemacht. Hier sieht man dieses weiße Dreieck. Mit dem rechten Stick würde ich jetzt in dem Fall als Gegner nach links und nochmal nach links machen, denn dann visiere ich sozusagen Varan an und steuere in dem Fall Varan. Und mit Varan kann ich dann natürlich den Laufweg mitgehen, indem ich einfach Sprinten drücke und nach links laufe. Wenn ihr das nämlich macht, läuft Varan mit und ihr fangt diesen langen Ball dann ab. Der Gegner macht's nicht, der steuert nur diesen Spieler. Ihr müsst aber schauen, dass ihr den Innenverteidiger anvisiert. Wenn ihr das macht, könnt ihr diesen Anschlusstrick perfekt verteidigen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt so viele Spieler da draußen, die das nicht wissen und die das auch nicht können, mit dem rechten Stick den Verteidiger anzuvisieren. Deswegen klappt dieser Anschlusstrick einfach unfassbar oft. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, bis zum Ende des Videos anzuschauen. Lasst gerne, wie gesagt, Liebe da. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Viel Fabius raus. Haut rein und ciao.